Diese Bilder erfüllen viele Amerikaner mit Unbehagen, gerade in Covid-Zeiten. Kinder, Jugendliche auf engstem Raum, kaum genug Platz zum Sitzen, geschweige denn zum Liegen. Bilder der US-Grenzschutzbehörde aus einem Aufnahmezentrum in der Grenzstadt Donna in Texas. Die Zahl der Kinder, die ohne Eltern in die USA eingereist sind, wächst ständig. Momentan soll sie bei mehr als 15.000 liegen. Der Heimatschutzminister zieht die verbale Reißleine, seine Botschaft, die Grenze ist dicht. The border is closed. Dieser kleine Junge aus Guatemala überquert die Grenze offenbar völlig alleine. Minderjährige wie er, ohne Begleitung ihrer Eltern, dürfen im Land bleiben, zumindest bis ihr Fall bearbeitet wird. Überall kommen deshalb neue Aufnahmezentren hinzu, wie jetzt hier in San Diego. Wir müssen dieses Problem auf eine Weise angehen, die unsere Werte als Amerikaner widerspiegeln und das auf eine Weise tun, die fair und menschlich ist. Es wird viel Arbeit erfordern. Republikaner machen die beiden Administrationen für die Situation an der amerikanisch-mexikanischen Grenze verantwortlich. Deren Grenzpolitik sei ein absolutes Desaster. Das zeigt, wie schlecht die beiden Regierungen auf diesen regelrechten Ansturm von Migranten vorbereitet war, die über die Grenze kommen. US-Präsident Joe Biden will nun selbst an die südliche US-Grenze reisen und sich ein Bild machen. Wann genau, ist allerdings noch nicht bekannt.